Guten Morgen noch einmal. Schön, dass ihr zum Tarot-Geheimnis des heutigen Sonntages eingeschaltet habt. Auch hier bin ich nicht live. Ich musste tatsächlich heute mir etwas Zeit nehmen zum Ausschlafen. Und zum allerletzten Mal seht ihr unsere Emotionen feiern von Klaus Holitzka, denn ab morgen gibt es eine neue Karte. Ihr habt es ja im Astro-Geheimnis schon gehört, es ist ein ruhiger Tag und ich dachte, wir starten heute mal wieder mit einem Märchen in den Tag aus dem sehr schönen Märchen- und Mythentarot. Und die Karte, die heute für uns wichtig ist, ist die Karte mit der Zahl Nummer 8, die in diesem Deck die Kraft ist. Das Märchen, das sich darum rankt, hier nochmal für alle, die das noch nicht kennen, das Deck und das Buch sind von Yoshitani und sie schreibt, hat für jede Karte ein Märchen sich ausgedacht. Dieses Märchen ist ein schottisches Volksmärchen und es heißt Tamlin. Vor langer Zeit lebte ein Mädchen namens Janet, das auf dem Nachhauseweg gerne eine Abkürzung durch den Wald eines verlassenen Anwesens nahm. Eines Abends traf Janet in diesem Wald auf einen Mann, der so gut aussehend und so prächtig gekleidet war, dass er sich ihrer Ansicht nach nur um einen Feenprinz handeln konnte. Sie begannen miteinander zu reden und scherzten die ganze Nacht, bis Janet schließlich sehr zufrieden nach Hause kam. Doch wenige Monate später stellte sie fest, dass sie schwanger war. Ihre Familie stellte sie vor die Wahl. Entweder musste sie das Kind loswerden oder heiraten. Janet ignorierte sie und begab sich auf die Suche nach dem Vater des Kindes. Janet fand ihn in demselben Wald wieder und stellte ihn zur Rede. Er sagte ihr, sein Name sei Tamlin und er gehöre nicht dem Feenvolk an, sondern sei einst der Besitzer des Anwesens gewesen, bevor er von den Feen gefangen genommen wurde. Auf weitere Nachfrage erzählte Tamlin, dass er nur befreit werden könne, wenn Janet ihn vom Pferd reißen und nicht mehr loslassen würde. Janet erklärte sich dazu bereit. Die folgende Nacht legte sie sich auf die Lauer und wartete, bis der königliche Festzug der Feen vorbeikam. Sie sah viele schöne Edelleute, die Feenkönigin, die Tamli gefangen genommen hatte, und schließlich Tamlin selbst. Janet sprang aus ihrem Versteck herauf vor, packte Tamlin und hielt ihn fest. Die Feenkönigin lachte und verwandelte Tamlin in jedes nur erdenkliche Tier, ja selbst in ein Paar, die Janet nie zuvor gesehen hatte. Eines davon war Amit, eine Kreatur mit dem Vorderteil eines Löwen, dem Hinterteil eines Nilpferds und dem Kopf eines Krokodils, das unreine Herzen fraß. Diese Verwandlungen dauerten Stunden an und gerade als Janet dachte, den Griff nicht länger halten zu können, begann es zu dämmern. Die Feen verschwanden und der Fluch war gebrochen. Janet ließ Tamlin los, der nun wieder ein freier Mensch war. Bald darauf heirateten die beiden, zogen in Tamlins Anwesen und hatten noch viele weitere Kinder. Na, mit dieser hübschen Geschichte startet es sich doch gut in euren Sonntag, oder etwa nicht? Ich finde, es ist eine mal erfreuliche Geschichte. Manchmal sind die Märchen, die hier in dem Buch stehen, doch ziemlich traurig. Und sie passt natürlich hervorragend zur Kraft. Dieses Ringen mit Tieren ist ein Tag, eine hervorstechende Qualität der Kraft. Und die Entzauberung von etwas, was in uns angelegt ist, auch. Wir haben ja auch das Thema der Metamorphose, das uns anscheinend dieses Wochenende verfolgt. Und wir können sehr gut überlegen, wie wir die Tiere, die in uns sind, bändigen können, damit wir sie befreien und dadurch auch uns befreien. Das sind die Gedanken, die ich zu dem Märchen habe. Ihr habt sicher auch noch einige Gedanken. Und bevor ich das hier abschließe, weil es soll einfach nur ein romantischer Impuls sein, gebe ich euch nochmal eine Karte mit, was ihr heute besonders beachten dürft, um diese Kraft, um euren persönlichen Tamlin zu erleben, zu genießen. Und jetzt ziehe ich
die vier der Schwerter für euch. Sieht jetzt erstmal nicht so nach Kraft aus, aber ich finde, es passt ausgezeichnet zu diesem Krebstag und dazu, dass wir wirklich zur Ruhe kommen sollen, Dinge verarbeiten sollen, die vielleicht noch in uns arbeiten, wirken. Wir bereiten uns ja auf einen Tag vor, an dem Chiron auf Merkur trifft. Und ich mag an dieser Karte immer so, dass hier jemand ist, der sich versenkt in sich selbst, der zur Ruhe kommt, die zur Ruhe kommt und immer stärker sich auf dieses bunte Fenster fokussiert, auf eine Marienanbetung. Ich habe euch gerade die Maria im Astrogeheimnis gezeigt und es scheint darum zu gehen, wieder Kontakt mit dieser starken Himmelskönigin aufzunehmen, damit auch wir unseren Tamlin in unser Leben ziehen können, ihn von den Feen befreien können. Süßes Märchen, wie ich finde. Das Bild ist auch sehr niedlich. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wir sehen uns morgen live wieder oder, wenn ihr Lust habt, heute Abend um 20 Uhr Wochentaroskop live mit mir und OE. Es wird wieder lustig, hoffe ich, und schön. Und ja, habt einen wunderschönen Sonntag. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch langsam gerade wach werden. Bis bald. Tschüss.